Unfassbar, hunderte Menschen haben es wieder geschafft, hier in Hamburg live im Studio dabei zu sein, bei der besten Promi-Kochschule ever and ever. Es wird heute natürlich auch fantastisch gekocht. Ich fange mal hinten an, und zwar ein Mürbeteigtörtchen mit einem selbstgemachten Erdbeerpudding und einem Schlagrahm obendrauf. Ja, der läuft schon der Sabber runter. Und ein Steak, ich sag euch mal nichts, Vegetarier, haltet euch die Augen zu. Ein wunderschönes Steak, perfekt gebraten, mit verfallenen Nüdelchen dazu, mit einem Olivendressing, und es gibt dazu eine selbstgemachte Kräuterbutter, die es in sich hat. Aber was ist meine Kochkunst gegenüber seiner Beliebtheit, seine unglaubliche Entfaltungsfähigkeit, wenn er frische Blattpetersilie sieht? Millionen Frauen sind zu Hause und warten sehnsüchtig auf seinen Anblick. Meine Damen und Herren, hier ist er, live und in echt, Johann Lafer. Großer gebratene Kalbsfiletscheiben, und dazu gibt es Kohlrabi-Spaghetti und eine Yuzu-Mayonnaise. Und dann gibt es als Hauptgericht eine gebratene Seezunge. Dazu machen wir schon das Mandelpüree, Petersilienbutter und frittierten Rucola-Salat. Also Seezunge ganz. Ich glaube, das ist etwas, was jeder gerne isst, oder? Fisch, sehr gesund, mag jeder. So, jetzt wissen wir, was wir kochen. Und jetzt freue ich mich sehr, dass, ja, wie soll ich sagen, mein Zaranfeld-Clown auch heute da ist, nämlich der Horst. Das war sehr schön, Johann, sehr schön. Ja. Ja. Ja, Horst. Ist das nicht eine Wahnsinnsstimmung hier? Unglaublich, ne? Ihr seid Leute! Ja, ich finde es grandios. Jetzt überlege ich mal, mein Schnuckelchen, jetzt sind wir 9 Jahre Lafer, liegt da lecker. Und hier sitzen hunderte von Menschen, die den weiten Weg machen, überall aus der Republik, um dabei zu sein. Nur um zu sehen, wie du aus einem Gemüse etwas zauberst, wo die, ach, was soll ich sagen, die Mutter Erde ist dir dankbar. Ja, ich liebe frische Lebensmittel. Ja. Und ich liebe das Kochen. Das werde ich mir merken, ja, mein Freund. Und ich liebe den Horst und ich liebe die Zuschauer und unsere Gäste natürlich auch. Mein Gast heute, ich glaube, den kennt wahrscheinlich jeder. Ein wunderbarer Schauspieler, ein Kabarettist. Ich sage nur eins, Sonntagabend, Pflicht, Lindenstraße, da kommt er her. Ein toller Gast. Ja, aber mein Gast dagegen ist natürlich noch mal eine ganz andere Welt, eine andere Liga, würde ich sagen. Sie ist natürlich eine Dame und ich bin sehr glücklich, dass ich die Dame wieder auf meine Seite bekommen habe. Wie soll ich sie erklären? Ich benutze mal eine Ansage, die ich schon mal hatte, wofür wir einen großen Preis bekommen haben. Sie ist für mich eine Nougat-gefüllte Marzipanpraline auf 2 Beinen. Dafür haben wir damals die saure Gurke bekommen, als frauenfeindlichste Sendung im deutschen Fernsehen. Aber ich möchte das einfach mit dem Lob aussagen. Sie ist wie ein Erdbeerpudding, so lecker, so begehrenswert, nur weitaus besser in Form. Sie ist eine grandiose, unglaublich lustige Frau, eine Managerin eines Privatunternehmens. Und darüber hinaus geht sie jetzt auf die Bühnen und schreibt Bücher. Was soll ich sagen? Selbst sein Gast liebt sie. Und Ehefrau meines Gastes heute, ja? Ja, zufällig, deswegen sagte ich ja, selbst dein Gast liebt sie. Ja. Hier sind sie, unsere Gäste, Margie Kinski und Bill Mockridge. Herzlich willkommen. Schön, deine Damen. Ja, ich freue mich sehr. Wir werden ein wunderschönes Menü hier zaubern heute. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Wir gewinnen alle und die Zuschauer vor allem werden gewinnen. Ja, weil hier geht es ja gar nicht um Gewinnen. Der Verlierer steht ja hier schon immer fest. Ja, gut. Jetzt rate mal, wer das sein könnte. Klasse. Ja, ja, ja. Nein. Genau, ich werde gemobbt hier von Anfang an. Nein, nein. Wir machen das jetzt. An die Eier, fertig, los. Margie! Margie, du fängst schon gut an, ne?
Okay. Martin, bei dir merkt man einfach, du bist mit 7 Männern in einem Haus, ne? Genau, mit 7 Männern in einem Haus. Du hast mich so schön angesagt damals. Kannst du dich erinnern? Weiß, sag es nochmal. Ja. Das ist ein Applaus wert, das war so geil. Pass es auf, kommt pass eine auf. Dame, die hat zu Hause 7 Männer und davon hat sie 6 selber gemacht. Das ist so geil. Ja, ja, ist ja so. Und den 7. backt sie jeden Tag neu, würde ich sagen. Und den 7. wird ständig heiß gebacken. Ja, ne? Jeden Tag neu. So. Okay. Martin, ich habe mir dieses Rezept natürlich so ein bisschen in Anlehnung auf dein neues Programm und dieses wahnsinnig erfolgreiche Buch von dir so ein bisschen ausgedacht. Perfekt, ich sehe es schon. Erdbeeren, Erdbeeren, Erdbeeren. Alles in Erdbeeren. Alles in Erdbeeren. So, dein Programm heißt korrekt ausgesprochen. Ich bin so wild nach deinem Erdbeerpudding. Ja. So. Ne? Und ich heiße ja Kinski und dieser andere bekloppte Kinski, der Klaus nämlich. Der war ja, wie soll ich sagen, der hatte so ein paar Fehlschaltungen. Ja, der war echt bekloppt im Kopf und der schreibt sich auch mit I, nicht mit Y wie ich. Und der wurde nämlich berühmt mit dem Titel Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ja. Du, ja. Aber du, sag mal, ich habe aber gerade Thema Namen sowieso eine Frage, bevor ich jetzt anfange zu kochen. Ihr beide seid wie lange verheiratet? 31 Jahre, das weiß ich genau. Ehrlich? Ja. 31? Ja. Aber ihr habt immer noch nicht den gleichen Namen. Er heißt Bill und du Margie. Genau. Entschuldigung, den Witz hat keiner verstanden, aber wir fanden ihn gut. Wir fanden ihn sehr gut. Nein, aber das ist wirklich wahr. 31 Jahre und immer noch brutzelt in der Pfanne. Ja. So ist das. So, pass auf, also, du trennst erstmal die Eier. Wir brauchen das Eigelb für hier rein. Wir machen einen eigenen Vanillepudding. Sehr schön, wunderbar. Sehr Eigelb, Milch, ein bisschen kalt anrühren mit Speisestärke. Ja, sehr gut. Und hier dann die Milch mit dem Erdbeersirup schon mal auf. Guck mal, ich habe dir was mitgebracht, bevor ich das vergesse, weil nämlich mein Programm und mein Buch, Ich bin so wild nach deinem Erdbeerpudding, bitteschön, das ist für dich. Siehst mein du? Engelchen. Also, das ist für dich. Und Johann kriegt mit. Bill, ist deine Frau immer so, dass nur einer was bekommt, wenn sie was verschenkt? Du hast vollkommen recht, da hast du keine 2 Tücher mit. Du bist mit dem, du musst dem was schenken. Gut. Ich hab ja ihn. Aber du kriegst von mir auch so. Du kennst auch den wunderbaren Spruch von Wilhelm Busch. Ja, sag. Ein Onkel, der was mitbringt, ist mir lieber als eine Tante, die nur Klavier spielen kann. Okay. Gut. Sehr gut. Sehr gut. So, Rosmarin rein. Sehr gut. Ja. Also nur das Geld, ne? Passt. Nur das hier. Jetzt schön das Kalbfleisch erstmal anbraten. Mit mehr Farbe, und schön würzen mit Salz und Pfeffer. Aber erst nachher, bevor. Ja. Und dann tun wir das in den Backofen bei 100 Grad und lassen es schön langsam rosa gar ziehen. Und dann machst du als nächstes eine Mayonnaise. Aber erstmal das machen wir jetzt. Okay, gell? Ja. So, ich mache schon mal als nächstes den Ansatz für mein Mandelpüree. Und zwar habe ich hier Milch. Und Mandelkerne, komplett weich gekocht. Ja? Wir machen nämlich aus den Mandeln ein Püree mit Kartoffeln zusammen. Schön. Als Beigabe zur Sitzung. Ja, genau. So, die Mandelkerne müssen ganz weich sein. Dauert aber nur. Alles da rein. Oh, noch mal ein bisschen, eine Minute. Aber nicht so oft umdrehen. Gell? Du musst es schön stehen lassen. Dass es schön, das muss schön braun werden und dann erst umdrehen. Sonst funktioniert das nichts. Okay, ist aber schön braun. Du machst das sehr schön. Nein, ist wenig. Du musst mehr Farbe, mehr Farbe. Wie das hier heißt? Nee, das Kalbschen muss schön, was du musst richtig schön dran sein. Eine Liaison. Eine Liaison ist, wenn zwei Dinge zusammenkommen. Ja. Und schon habe ich eine wunderbare Überleitung. Ihr seid ein Ehepaar. Wie seid ihr zwei zusammengekommen? Es ist eine schöne Geschichte. Ich war bei dem Casting, als er bekloppte Studenten gesucht hat damals. Für dieses Improvisationstheater. Was heißt der Bekloppte? Wer ist das jetzt? Das war ich in dem Fall. Und ich habe mich da gemeldet. Ich kam auch ein bisschen zu spät, wie immer. Und ich war in dem Ensemble drin. Und dann haben wir uns ein paar Jahre nur angeguckt und waren dann 31 Jahre später immer noch zusammen. So ist das. Ganz einfach. Das heißt, es ist dein erster Mann, ja? Ja. Es ist wirklich mein erster Mann und ich schäme mich auch nicht zu sagen, es ist mein einziger Mann, außer den 6 Jungs. Er war der Erste, er kam, sah und siegte. Ja. Wow. Bill? Ja. Wie war das bei dir? Erste Frau, Margie? Kann ich nicht behaupten, aber Beste. Die Erste, aber die Beste. Super! Sehr schön. Gute Antwort, gute Antwort.
Sehr schöne Antwort. Hast aber Schwein gehabt. Aber ich habe da einen anderen Satz im Kopf, deswegen habe ich eben gefragt. Weißt du, den fand ich so schön, ich weiß nur nicht mehr, wo ich ihn her habe. Ja. Und zwar hättest du dem Bill irgendwann mal, ich glaube, bei einer Tanzveranstaltung was gesagt, du könntest dir vorstellen, dass er der Patenonkel deiner zukünftigen Kinder wird. Richtig, weil ich ihn so toll fand. Ich fand ihn so scharf und habe gesagt, hat er gesagt? Und hat er gesagt, nö, wieso der Patenonkel, lieber der Vater. Und dann ist es passiert. So sind die Männer. Sehr gut. Das stimmt, dass du dir das gemerkt hast, Mann. Ja. Ehrlich. So. Also. Wir haben jetzt das Fleisch reingeschoben bei 120 Grad, vorher schön angebraten. Und jetzt machen wir eine Yuzu-Mayonnaise. Ja? Okay. Yuzu ist dieses japanische... Was ist Yuzu? Das ist eine Zitrone, die kommt aus Japan, ist auch, kann auch Frost vertragen. Also wenn du so willst, eine sehr intensive Zitrone. Ja. Schmeckt hervorragend. Schön. Ja? Sehr schön. Jetzt machen wir Mayonnaise. Und zwar als erstes machst du in die Schüssel Eigelbe. Wir schlagen die von Hand auf. Drei Stück Eigelbe rein mit Senf glatt rühren und dann da machen wir. Da tue ich das Eiweiß hin? Dann? Da in die Schüssel. Okay. Genau. Und dann schön vorsichtig aufschlagen. Ja. Und ich habe schon mal hier die Kartoffel in den Ofen getan. Das heißt, die Kartoffel hier auf Salz für unser Mandelkartoffelpüree. Kann man hier sehen, das Salz entzieht das Wasser der Kartoffel und es wird jetzt dann geschält. Werden die Kartoffeln geschält, sind schön weich jetzt und dann werden sie durchgepresst. Dann haben wir ein sehr schönes aromatisches Püree. So, pass auf, jetzt kocht es. Jetzt kocht es und dann? Dann auf Seite stellen. Ja, aus. So, kurz einen Moment auskühlen lassen. Und jetzt flocken. Nee, kann ja nicht mehr flocken. Super, Gott sei Dank. Guck mal hier, jetzt wende ich mal ganz kurz mein dezentes Stück Fleisch. Ja, das Gefühl, so. Oh, schön. Jetzt schön aufschlagen, ja, immer nach und nach reinlaufen. Okay. Ja, Kinder. Super. So, erst mal, dass ich Carpaccio brate, Johann. Klasse. Was guckst du? Was ist das hier? Das ist Wasser, das kocht mit Schaum. Ja. Ich koche deine Tangas aus. Da sind keine Flocken drin. Ja. Das ist okay, da sind keine Flocken drin. Nein. Aber viel, viel mehr Öl reinmachen, viel mehr. Wunderschön. So, siehst du? Moment auskühlen lassen. So. Jetzt kommt das langsam hierzu. Oh, da muss man langsam machen, weil da ist ja Eigelb drin. Und wenn jetzt zu heiß, zu schnell reinkommt, ja, dann machst du, nee, das flockt nicht, dann hast du Rührei. Ach so, ja, das ist auch schön, ich hab das fest. Und Rührei wollen wir ja nicht haben. Nehmen wir kein Puddingpulver? Ja. Weil wir das lieber selber machen, deswegen nehmen wir kein Puddingpulver. Okay. Man kann den Pudding wunderbar selber kochen. Ja. Mit ein bisschen Speisestärke und Eigelb. Super. Schön die Milch, ne? Ja. Sag mal. Warum schlage ich das eigentlich? Ich mach das schon. Weil der Bild schlägt drüben auch. Ich mach. Ja, wir schlagen aus. So, perfekt. Ja. Ganz langsam, ne? Ja, schön einrühren. Schön dick. Dann nochmal zurück in den Topf und ich setze mal alles an für die Kräutermutter. Knoblauch, Zitronensaft, viele Kräuter. Das riecht so schön. Oh. Sag mal, wo ich hier gerade so viele Zutaten habe. Hattet ihr euch damals vorgenommen, 6 Kinder zu kriegen? Nein, überhaupt nicht. Der Bill hatte immer so einen tollen Spruch. Der hat immer gesagt, was kommt, wird gewickelt. Und dann habe ich immer wieder gefragt bei der Marti, wenn das Kind fertig war. Das Kind fertig war. Ich habe gesagt, sind wir jetzt fertig? Hat sie gesagt, nee, einer geht noch. Ja, genau. Und dann, und ein Kind ist langweilig, wissen wir ja. 2 Kinder war zu normal. 3 Kinder war super, da hatten wir, aber war der immer raus. Das war der Luke, da war die Nummer 3. Ach so, Nummer 3 ist immer raus. Ist immer raus, weil du hast immer zwei zusammen und einer ist immer allein. So, dann haben wir 4 gehabt. Das war eine super Kombo. Jeder 2 an der Hand. 2 Kinderzimmer, über 2 Kinder. Dann hatten wir allerdings einen super Urlaub. Ah. So. Ja. Und also, lass mich mal raten. Ein super Urlaub heißt verdammt schlechtes Wetter, aber ein schönes Zimmer. Ganz genau. Ja. Und wenn das Wetter schlecht ist, hat mein Opa immer gesagt, es gibt 2 Sachen, die man machen kann. Entweder Karten spielen, aber oder Karten hat er nicht gespielt. Oder das andere, genau. Karten hatten wir keine dabei. Karten hatten wir keine dabei, dann haben wir das andere gemacht, weil das Wetter so schlecht war. Und dann kam die Nummer 5. Da waren 5. Dann hat der Bill gesagt im Kreißsaal, wir haben eine Handvoll Jungs, ist doch gut. Ja. Und da war mein Fehler, ich war mir sicher, die Nummer 6 ist ein Mädchen. Ah. Und er ist nicht mal schwul geworden, ist wieder eine Jung. Also, ja, Pech gehabt. Hättest du denn gerne einen schwulen Jungen gehabt? Gerne, ja. Ehrlich? Ja.
dann war das der Liam und der ist sehr süß, aber war eben leider kein Mädel und auch leider nicht schwul. Ich hätte nichts dagegen, einen schwulen Jungen. Die sind so nett zu den Mamas, ehrlich. Wir haben so viele schwule Freunde, die sind so rührend zu den Müttern, zu den Omas. Ja. Aber jetzt haben wir endlich, jetzt sind sie jetzt, der Jüngste hier 18. Tust du das wieder da rein? Ja, mach ich da rein. Jetzt haben wir ein Mädchen als Hund. Jetzt Mädchen haben wir ein bisschen Hund. Hund. Genau. Das Sag ist mal, mein Bill, Mädchen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn du so viele Kinder zu Hause hast? Mit der, wie soll ich mich jetzt auch, mit der Intimsphäre. Kannst wenn du planen, so kannst planen. Kannst wirklich planen. Also Erotik auf Bestellung geht. Wenn du 6 Kinder hast und 3 Berufe und es ist alles nur, dann kannst du sagen, Martin, was hast du um 16.30 Uhr heute vor? Die anderen Kinder sind auch beim Fußball, die anderen oder beim Nachhilfe oder sowas. Und das ist auch schön, man verabredet sich, man weiß, man hat eine halbe Stunde, da ist schon die Wahl, das Blut schon in Ballung. Oder? Ja. Du weißt was, 16.30 Uhr geht's los. 17 Uhr kommen die Kinder wieder vom Fußball oder sowas. Das ich finde das sehr schade. Ja. Es geht. Ich will nur sagen, es geht. Ist da auch schon mal was schief gelaufen? Was soll da schief laufen? Weißt du nicht, wie das geht? Die Oma plötzlich. Ach so, dass jemand reingeht. Ja. Doch, da ist tatsächlich was schief gelaufen. Genau. Muss ich diese Jutsu-Saft rein? Jutsu-Saft rein? Jetzt erzähl mir, was könnte schief laufen? Da kann ein Wasserrohrbruch sein und der Klempner steht plötzlich mittendrin. Wir hatten aber Nummer 2 kam immer rein, so 16.30 Uhr. Wir sagen es ja 16 Uhr. Kam der immer rein. Und hat immer, der war ganz klein, hat immer gesagt, kann ich da was machen? Wir haben gesagt, wir hören Musik. Dann hat er gesagt, kann ich mithören? Wir haben gesagt, nein, das ist unsere Musik. Dann 2 Minuten später kam der rein, wir waren fast zu Gange, da kam rein, was macht ihr jetzt? Wir haben gesagt, wir gucken Fernsehen. Also kann ich mitgucken? Wir haben gesagt, nein, wir wollen allein sein. So, beim dritten Mal reinkommen, habe ich gesagt, raus hier. Und dann ist es mir aus dem Mund gekommen. Ich habe gesagt, raus hier, verdammt nochmal, ich will endlich poppen. Ach, Alter, ehrlich. Dann dreht er sich um, sagt, kann ich mir mitpoppen? Ja. Nächste Mal nicht kommen. So, jetzt pass auf. Wir beide müssen uns jetzt konzentrieren auf das, was wir kochen. Ich habe jetzt hier die Mandel mit der Milch und du das jetzt schön fein mixen und geht dann das Mandelpüree unter die Kartoffeln. Ja. Wo ich gerade mal bei dir stehe, knabberst du noch an der Frau Beimer rum in der Lindenstraße? Läuft da noch was? Geht da noch was? Ja, wir knabbern seit 25 Jahren zusammen. Pass auf, ich habe eine Pfanne hier, heiß und fett. Aber ja, das ist doch nur für den Film, oder? Das ist profit. Nee, aber ich mag sie auch gern. Wir sind wirklich privat. Ich stelle dir mal ganz liebe Grüße von mir. Ja, natürlich. Sie ist eine ganz, ganz lustige Frau. Wir sind seit 25 Jahren. Es gibt keine bessere Partnerin als die Marie-Louise. Sie ist professionell, sie ist witzig. Ja, ne? Super Frau. Super Frau. Das ist aber nicht genug, ne? Noch keiner. Jetzt mal ganz ernst. Wenn ihr so Szenen spielt da zusammen bei der Lindenstraße. Ja. Ja, wie? So. Margie, warst du mal einfach? Die Margie ist wenn wir was gespielt haben und ich weiß, wir haben so eine Bettszene und die Margie sagt, bist du in der Folge diese Woche? Sag ich, nee, lass uns essen gehen. Ja. Weil ich weiß, die sieht das nicht so gerne. Gar nicht gerne. Es gibt keinen netteren, geilsten Kollegen als Horst zum Beispiel. Dankeschön. Ja, stell dir vor, du machst eine Bettszene mit Horst, da würde ich aber auch zugucken. Ja, siehst du. Pass auf, das würde ich dir nicht raten. Aber hör mal unter uns, wie oft hast du dir so eine Knutschszene mal heimlich reinschreiben lassen? Da wird nichts rein. Nein, das kommt eigentlich regelmäßig. Einmal alle so 10, 8 Folgen kommt das rein. Aber es ist angenehm. Das musst du aber auch lernen. Du musst lernen, im Bett zu sein, mit deiner Frau und dann zu knutschen. Nee, bitte nicht so knutschen, sondern so knutschen in die Kamera. Und bitte so spüren, dass man also die Schulter nicht sieht und BH nicht sieht und all solche. Ja, das übst du da mit Margie zu Hause? Das musst du lernen? Da muss ich gar nicht. Was mich jetzt aber ziemlich durcheinander macht, ist, dass du BH dabei trägst. Dass ich was? Ja, das habe ich so noch nie gehört. Ja. Ich tue das jetzt hier drauf, Ja, schön hier drauf verteilen. Das mache ich sehr schön. Dann kalt stellen. Verteilen kann ich gut. Mhm. Ja. Sehr gut. Ja. Perfekt. Bei 6 Jungs, die du selber gemacht hast, musst du auch verteilen zu Hause. Genau, das mache ich. So.
Das ist dir das schon mal passiert, dass ihr mal einen vergessen habt irgendwo? Ja, aber wie? Und zwar ganz heftig. Das kommt, habe ich sogar in dem Buch geschrieben. Und im Bühnenprogramm habe ich das auch. Und zwar kennt man ja, wenn man so, wir haben ja so einen alten VW-Bus gehabt, sind wir mit den 6 Kindern und der Oma hinten drin immer nach Rom gefahren. Mit der Oma aus Italien? Mit der Oma, ja. Immer schön 18 Stunden im warmen VW-Bus damals. Und immer das Schärfste war tanken und dann mit 6 Kindern aufs Klo, verstehst du? Dann 6 Kinder wieder einpacken, anschnallen und dann weiter. Und für die war immer das Schönste der Gang durch den Shop, weißt du, an der Tankstelle. Das kenne ich. Da habe ich immer als Mutter gesagt, Beefy gibt es nicht. Die wollten immer eine Beefy. Und ich ekel mich vor der Beefy. Ich habe immer gedacht, eine Beefy ist so ein gepresstes Schwein in einem Kondom. Das war für mich das Beefy. Ich gesagt, das gibt es nicht. Ja, ne. Wir packen die alle wieder ein, wir fahren los und was soll ich euch sagen? 10 Minuten nachher, so 15 Kilometer später, sagt der eine hinten, Mama, Mama, der Jeremy, der ist nicht da, fideralala, fideralala. So, ich sag, halt die Klappe, ich unterhalte mich gerade mit dem Papa. Die Oma war mit ihrem 4711 am Wedeln, denke ich, die ist ja hinten da. 20 Kilometer noch weiter, der etwas Ältere, von hinten, ich will ja nicht nerven, das ist aber ehrlich nicht da, krass. So, hör mal, dann guckt der Vater, wer so vom, im Rückspiegel und dann kam vom Bill ein ganz trockenes kanadisches Oh fuck. Weißt du? Ja. Und wenn der Oh fuck sagt, da kannst du davon ausgehen, dann ist Holland in Not. Ich guck nach hinten, der war wirklich nicht da. Hör mal, ich hab sofort, ich bin ja Italienerin, in Rom geboren, alle Heiligen angerufen, die ich kannte, Antonius, Franziskus, alle dabei, 3 Ave Maria, wir fahren zurück und so Jungs sind ja perfide. Sagt der eine Bruder auf dem Rückweg, wo wir rausfahren an der Autobahn, Mama, Mama, wenn der tot ist, kriege ich sein Zimmer? Muss mal vorstellen. Muss mal vorstellen. Zurück, wir rennen durch die Raststätte, ja, und ich komme da rein, die nach hinten mit der Oma hinterher, die restlichen 5, wir kommen da rein, jetzt halt dich fest, wer sitzt auf der Theke, Beine über Kreuz, in jeder Hand eine Beefy, ja, in jeder Hand eine Beefy, Traube von Menschen, Polizei, alles da, so ein Berg von Süßigkeiten, wer sitzt da und gibt eine Pressekonferenz? Der Jeremy, der Junge, ehrlich, ehrlich, so ein Hals, ehrlich. Und, musst du dir vorstellen, ja? Ich komme da rein, ich hatte das Herz hier oben. Ich höre, wie der sagt, der Polizei, ja, das bei uns passiert bei uns oft, ja, wir sind ja so viele. Und meine Mama, die arbeitet auch abends, weil die Polizei hatte gefragt, und was macht deine Mama? Und er sagt, meine Mama, die arbeitet abends. Und die Polizei natürlich, ja, was macht die denn, deine Mama? Ja, der Papa fährt die hin, die verdient richtig viel Kohle, die Männer klatschen und es ist immer nachts spät, wenn sie nach Hause kommen. Das ist nicht witzig. Ja. Ehrlich, ja. So ist das. Und dann kam der Holzfäller natürlich rein, ja. Ich so total gepeint, so eine Birne, so rot wie hier. Und kommt der Bill rein und sagt ganz ruhig, ich kann alles erklären, ja. Polizei dreht sich um, das war eine süße Polizistin, sieht ihn und sagt, nee, Lindenstraße, kann ich ein Autogramm, kann ich ein Autogramm? Die ganze Bagage auf den, ja, ich konnte das Kind packen, dann saßen wir im Auto und dann habe ich es wirklich einmal nur gesagt in meinem Leben, ich habe es aber gesagt, ich habe zu ihm gesagt, es gibt einen lieben Gott und der lebt in der Lindenstraße, das sage ich dir ehrlich, so war das. Ja. Ja. Oder so, ne? Bill, wie ist das für dich eigentlich, wenn man so eine temperamentvolle Frau hat? Und eure Jungs, die gehen ja auch alle in die Richtung, ne? Ja, nicht die sind ja alle Male unterwegs, mehr oder weniger als Künstler, ne? Ist doch wunderbar. Stimmt. Also das Temperament haben die von der Mama und das ist auch gut so. Also wenn man den Luke sieht auf der Bühne, also der ist schlagfertig, der ist schnell, der ist charmant und das ist alles von der Mama. Ja, ist so lustig. Das macht Spaß. Was hat er von dir? Das gute Aussehen. Ah, danke schön. Aber wie ist das denn als Mama, wenn man 6 Jungs hat, Söhne? So, jetzt flutscht Johann. Und man muss schon die Frau teilen, den Mann teilen mit einer anderen Frau bei der Lindenstraße. Ja. Wenn die Jungs dann auf einmal nach Hause kommen und haben
so ein Leckerchen bei. So ein Leckerchen? Oh. Machst du da das eifersüchtig? Ist schwer. Ich bin total eifersüchtig. Und die Frau, die für meine Jungs gut ist, die musst du noch backen. Die gibt's nicht, ehrlich. Ich guck immer. Ich guck immer als erstes zum Beispiel, ganz wichtig, ja, wie die sich zu Hause gibt bei uns. Jetzt ist die mal Gast, ja, wenn die schon so sitzt mit der Ellbogen und so die Suppe schlürft, dann sage ich nee, ja. Oder wenn zum Beispiel wichtig ist, wenn wir gegessen haben, ob die mal abräumt oder sagt, lassen Sie mal, Frau Kinski, ich mache das gerne. Da sage ich auch, kannst du nehmen, das Mädchen, ja? Ja, ja, ist ja wichtig. So, oder? Und Bill, wie macht man das, wenn die mal so über Nacht bleiben? Ja, ich finde das immer schön, wenn die morgens runterkommen, in Pyjama und so weiter. Ja, Pyjama. Ich sag immer, super, die super haben ja nichts an, Pyjama. Die Mädels heutzutage, wir haben immer Nachthemd gehabt, als ich Kind war, bis unter den First. Die kommen die Treppe runter, haben nichts an. Er hinten, boah, ich sag das. Verstehst du? Ja. Ja, so geht das nämlich. Ja. Und das ist. Das ist auch so fies, weißt du? Ich sehe ja morgens nicht so lecker aus. Ja, ich bin ja Mitte 50. Die kommen runter um die gleiche Zeit. Die sind so schön, diese Mädels. Da könnte ich platzen, ja? Die sind so schön. Und ich sehe nicht schön aus. Ich habe ja die ganze Nacht auf meinem Körper gelegen, weißt du ja. Du ja, auch, ich kenne das auch, ja. So, die kommt runter, sieht so lecker aus. Ich sage, das ist so gemein. Die hat auch die ganze Nacht auf ihrem Körper gelegen, ja? Und ich weiß ganz genau, wer oben drauf gelegen hat. Verstehst du? Nämlich mein Kind, ja. Da könnte ich platzen, weißt du? Da habe ich ganz schön was gehört. Ja. Was hat Bill gesagt? Er hat sie die ganze Nacht gehört. Ja, ja. Ja, natürlich. Wie hieß früher die Sendung wie heißt der nochmal, der die Aufklärungsfilme da gemacht hat? Hart, aber fair? Nee, nee. Ist das Der Plasberg macht sich ja doch voll rum. Der kennt doch den Dr. Kolle. Dr. Kolle, ja, genau. Klar. Ja. Bill, was ich dich fragen möchte, wir haben ja jetzt gerade schon von Margie gehört. So Mitte 50 muss man ja gucken, wie man mit dem Körper klarkommt. Wie gehst du so um mit dem Alter, älter werden? Buch kommt jetzt raus, oder? Ich bin draußen. Genau, ich habe ein Buch kommt am 10. September raus, mein neues Buch. Wie heißt es? Das heißt In alter Frische. Und es ist ein Tiefgang durch den Jungbrunnen ein Jahr lang. Ich habe vor einem Jahr gesagt, mein Arzt hat gesagt, Bill, ich würde dir raten, 20 Kilo abzunehmen, viel mehr Sport zu machen, ganze Ernährung umstellen und ein bisschen mehr Leidenschaft. Also die Leidenschaft habe ich hier. Ja. Aber dann habe ich gesagt, gut, die anderen Sachen will ich auch versuchen zu machen. Und habe ein Jahr lang tatsächlich mein Leben umgeändert. Und stehe jetzt da nach, und das Buch ist fertig, meine ganzen Recherchen sind fertig. Ich möchte dich nicht unterbrechen, aber ich hatte den gleichen Arzt, ich habe ihn gewechselt. Aber tatsächlich stehe jetzt, das Buch ist fertig, das Jahr ist um, ich bin tatsächlich 20 Kilo weniger. Ich nicht. Ja, du hast ja das Buch ja nicht mitgebracht. Nee. Und ich mache jeden Tag Sport. Ich habe meine Ernährung umgeändert und ich fühle mich tatsächlich 10 Jahre jünger. Ich werde, ich werde 68 und fühle mich jetzt ja, wie 58. Also ich meine das wirklich. Ja. Das ist wirklich super, super. Ja. Was machst du denn für einen Sport? Ja, aber jetzt erzähl uns doch mal genau im Detail, was machst du anders als früher? Okay, ich gehe wirklich jeden Tag ins Fitnesscenter. Ich gehe nur eine halbe Stunde da rein. Was machst du da? Mal laufe ich eine halbe Stunde auf dem Laufband, mal mache ich eine halbe Stunde Crosstraining, mal mache ich eine halbe Stunde Rudern, also Kreislauf und Kreislauf in Schwung bringen. Dann mache ich, wenn ich Lust habe, so eine halbe Stunde Krafttraining, mal mit den Beinen, mal Schultern, mal Bizeps. Weil der Mensch, wenn du älter wirst, brauchst du Kraft. Diese ganzen Leute, die stürzen und Probleme haben, wenn sie älter werden, ist, weil der Körper nicht mehr die Muskelkraft hat. Stimmt, aber du könntest auch stürzen, wenn du weiterhin deine Abfälle zu uns rüberschiebst. Genau, danke schön. Ihr habt ja nichts hier, ihr habt ja nur ein bisschen Pudding. Ja. Guck mal, irgendwo ist auch Mülleimer hier. Ja. Ah, das wüsste ich aber. Ich mache mal gerade für dich hier so ein klein bisschen sauber. Okay. Den Kreislauf kriegst du übrigens auch in Schwung, wenn man in einem Damenfitnesscenter zuguckt.
Ja. Da hast du auch einen Kreislauf. Stimmt. Aber jedenfalls jeden Tag, also ein bisschen Sport machen, ich sage eine halbe Stunde jeden Tag muss sein, ist aber nicht so schwierig. Du kannst ja laufen, du kannst ja Rad fahren. Es geht ja nur, dass man das jeden Tag macht. Ja, so. Dann Essen. Essen ist ganz wichtig, dass man weiter isst und zwar gut isst. Aber ich bin ein FDH-Mensch. Ich esse die Hälfte und ich habe gelernt, wenn du 20 Minuten langsam isst, stehst du nach 20 Minuten auf und sagst, ich bin satt. Der Körper sagt nach 20 Minuten, es reicht. Das heißt, ich sehe bei unseren Jungs, die schlingen und haben immer Hunger. Und wenn du nicht schlingst, sondern ganz langsam an das Essen... Aber in dem Alter wächst das ja noch raus. Ja, das finde ich klar. Ich sage nur... Guck mal, ich habe das mit Johann ja jetzt auch schön hinbekommen mit diesem Sport. Ja. Weißt du, diese halbe Stunde, die habe ich mir eingeprägt. Halbe Stunde pro Tag Sport. Johann macht jetzt jeden Tag eine Stunde für uns beide. Ja. Und dann ist gut. Das ist So, aber das Kühlschrank. Das ist schön. Sieht super aus. Womit man auch abnimmt, Leute, ist, wenn du gesund isst, oder? Essen ist wichtig. Ja. Und wenn du hier isst, wenn man gesund isst. Guck mal, wenn man so isst, hier zum Beispiel diesen Fisch, Seezunge. Fisch ist super. Junge, komm, zeig das mal den Zuschauern zu Hause hier schön, diese Fische da. Ja, ja. Schau her, guck mal. Schön langsam gebraten. Da habe ich jetzt reingegeben, ein bisschen Knoblauch, Petersilie. Jetzt geben wir noch dazu schöne Zitronensaft. Ja? So richtige schöne Petersilienbutter. Das ist ein Klassiker, das ist eine meiner Lieblingsessen hier. Guck mal, schön Saft noch rein zum Schluss. Und dann einfach so ziehen lassen. Und dazu gibt es dieses Mandelpüree. Und da vorne haben wir diesen frittierten Rucola-Salat. Siehst du hier? Schön kross gebackener Salat. Super. Ja? Machen wir gleich auf den Teller, aber erstmal machen wir jetzt bei dir den Salat. So, ich muss nur jetzt mein Dressing fertig machen. Ja, Kohlrabi hast du hier geschnitten. Dazu kommen rote Zwiebeln und Knoblauch. Ja. Dann kommt rein Olivenöl. Ja. Essig gebe ich dir auch rein. Olivenöl nach Gefühl oder nach zwei Löffel oder so? Nee, nach Gefühl. Nach Gefühl. Okay. So, Essig. Balsamico-Essig schön. Ist Balsamico? Dann kommt noch ein gezupfter Thymian und die Frühlingszwiebel da vorne. Ja? Und das dann schön abschmecken mit Salz und Pfeffer. Du musst dann auch Basilikum reinmachen, habe ich im Kühlschrank. In den Salat. So. Und Lauch einfach drüber, oder was? Lauch einfach drüber. Einfach reinstreuen und Basilikum reinzupfen. Geh Blätter her. Mhm. Schön reinzupfen. Margie? Ja? Jetzt haben wir wieder lang genug sehr ernst gekocht. Sehr, ich liebe das. Habe ich schon als Kind immer so gerne gemacht. Hm. Ich auch. Guck mal, meine Nüchen sind sehr schön. Ich habe aber jetzt eine ganz andere Frage. Ja, was denn? Du bist ja jetzt erst Anfang 50. Mitte, 57 bin ich also schon. Mitte. Bitte über die Mitte hinweg. Knapp an der Mitte. Machst du auch Sport? Ich Sport, ja. Ich gehe einkaufen, ich gehe shoppen, ich trage Tüten. Hast du denn ein bisschen Angst, weil irgendwann kommen ja mal die Wechseljahre? Ja, ich habe schon gewechselt. Ich habe ganz viel Kleingeld zu haben. Nee. Aber Angst über was? Dass man auseinandergeht oder dass man... Nee, so generell über die ganzen Dinge, die so passieren können. Weißt, ich kenne Frauen, die kriegen dann so Hitzewallungen. Ja, aber mir ist immer heiß. Wenn du sechs Kinder hast, ist dir immer heiß, weil irgendwas passiert immer. Irgendwas brennt immer an. Gott, wie kriege ich dich jetzt dahin, dass du die Geschichte erzählst? Ach so, die Geschichte, ja. Ja, jetzt hast du den endlich. Balkon. Ja, natürlich, ich weiß. Balkon. Ja, es ist heiß, aber weißt du, dann, ich habe Freundinnen in Italien, weißt du, die kleinen italienischen Muttis, ja? Die stehen immer so breitbeinig vor der Tür zu Hause in Italien und machen sich immer so Lüftchen, weil da zieht. Ne? Wie machen die so? So die Lüftchen. Stehen breitbeinig vor so der Tür? Vor der Tür und dann machen sie sich immer so Lüftchen, weil da zieht. Die italienischen Männer, die sitzen ja immer verkehrt herum auf dem Stuhl und haben die Ellbogen auf der Lehne. Ja. Weißt du warum? Weil da zieht es auch. Da kriegt der Name Windbeutel eine ganz andere Erklärung. Das sage ich schon. So. Ne? Und. Ja. Und ich hatte. Erzähl weiter. Moment. Ja. Johann, hast du noch Sahne im Kühlschrank? Bei so einer Hitzewelle habe ich mir gedacht, weißt du was, der ist am Schlafen, geh auf den Balkon und mach dir Luft. Ne? Ja. Also ich auf dem Balkon, 3 Uhr morgens, bei uns in Bonn-Ende, nicht kein Schwein auf der Straße, nimm mein Nachthemd und mach mir Luft. Ja. Ich denke, hier geht kein Mensch vorbei, zieh das Scheißding ganz aus. Geh ich auf den Balkon, nimm das Ding und mach mir richtig Luft. Das war so schön, ja. Also nackig. Kann ich nur für nackig mit dem Nachthemd schön in der Hand. So, ich bin so am Wedeln, plötzlich habe ich leider nicht bemerkt, dass mein Sohn Theo mit 5 Kumpels und Kastenbier hinten aus dem Garten kam. Ehrlich.
Ich so am Beten, plötzlich höre ich unten, guten Abend, Frau Kinski. Ich guck da runter. So, jetzt bist du da, so, ja? Ja, das ist nicht witzig. Überhaupt nicht witzig. Ja, hör mal. Ich so, ja? Und du bist mit Mitte 50 nicht mehr so gelenkig. Also ich kann auch nichts mehr festhalten, da flutscht alles raus. Ich bin ja die Frau mit den vier Möpse, weißt du ja. Ich habe ja zwei an der Leine und zwei hier, also ich so. Und der Tim, der beste Freund von meinem Sohn Theo, guckt hoch und der kotzte mir alles in die fleißige Lieschen. Ehrlich, alles. Echt, ja. Das ist nicht witzig. Ja, dann lachst du. Ja. Ich weiß bis heute nicht, was die Alte oder was der Alkohol. Warum hat er in die Lieschen gekotzt? Aber gut, so ist es. Ja, so ist das. Johann, hast du frische, kalte Sahne? Frische, kalte Sahne habe ich, Moment mal, habe ich gehabt. Also die wird hier steif. Ich habe vorhin schon gesagt, gib sie nicht steif. Ja, ich weiß, ich kann sie besprechen, ich mach was. So, ich rieche jetzt erstmal an. Das ist das Mandelpüree. Die ist kalt. Und da drauf kommen jetzt die gebratenen Seezungen. Mach eine neue. Guck doch mal das hier an, Leute. Weißt du, was wir machen? Wir machen nur eine halbe Scheibe drauf. Ja, also, darüber kommt jetzt diese schöne Butter. Guck mal, da so schön drüber gießen. Perfekt. Ja? Das ist. Ah, der Pfefferminz ist was Schönes. Herrlich, so. Jetzt kommt da oben drauf Rucola, frittiert. Rucola! Ah, nee, das waren das andere. Das war Ricola. So. Dann, wie weit bist du mit deinem Salat? So. Schmeckt er? Ah. Johann, jetzt. Schmeckt der Salat? Ich finde er gut. Ja. Probier mal, ich finde ihn gut. Ich habe ein bisschen Salz reingetan. Ja, wichtig. Oh. Gut, ne? So. Oh, das sieht aber auch schön aus. So, das drapiere ich das auf den Teller. Guck mal da. Hier schon her. So, und dann drehen. Superschön. Johann, komm mal gucken hier. Komm mal gucken. Warte, ich komme sofort. Und wenn du wissen willst, wie es geht, erzähle ich dir nächste Woche Samstag in der Kochsendung. Oh, guck dir das an. Das zerfällt. Hm. Ja? Das sieht gut aus, ne, Johann? Horst. Wenn du möchtest, ich habe noch selbstgemachte Kräuterbutter. Guck mal hier, die Verfallenmüdelchen, da habe ich schön Kapern, getrocknete Tomaten, Oliven mit Zwiebelchen, schön mit Knoblauch in der Pfanne angehen lassen, die Verfallenmüdelchen nachher drin geschwenkt, da drauf das Fleisch, dann oben drauf die Kräuterbutter. Johann, und hinterher der Vanillepudding, ich sagte, der Erdbeerpudding, ich sagte weiter nichts. Also Horst, du solltest auch ein Buch schreiben. Was nach 9 Jahren Larverlichter lecker alles möglich ist. Ich liebe ihn trotzdem. So. Aber sehr lecker, wirklich. Ne? Ganz toll, muss man sagen. Und jetzt die schöne Kräuterbutter. So, genau. Jetzt kommst du zu mir rüber. Ich schneide das Filet dann. Ja. Schau, wie das Filet ist hier. Ich tue mal nur die ja, steck nur die Blättchen drauf. Das sieht besser aus. So. Ja. Ah, Leute. Das ist schön, ne? Guck mal her, schau her. Hab's dir gesagt. Das Filet ist ein Traum, schön saftig. Ja. Jetzt kommt das Oma Salat. Genau richtig. Da. Schön da oben so drauflegen. Ja? Mhm. So, ich schneide noch das zweite auf und dann machst du es schön da oben drauf, ja? Ja, okay. So, ich schneide schon die Scheiben. Kannst schon drauflegen. Will? Ja. So. Möchtest du mal ein Stückchen Fleisch probieren? Ja. Ich bin hier so an unserem Fleisch, das ist unglaublich. Du, jetzt ohne Quatsch, wenn das hier ein Vegetarier riecht, betet er zum lieben Gott und sagt, lieber Gott, lass es Blumenkohl sein. Ja. Ja. Jetzt holst du die Mayonnaise bitte aus dem Kühlschrank. So. Mhm. Wir machen da oben grobes Meersalz drüber. Das ist genug, das essen wir selber. Ist ja wie am Kindergeburtstag, die Törtchen. Schön. Jetzt ein paar Gummibärchen drauf, ein paar Smarties drauf, fertig. Sag mal, wie viele Kindergeburtstage habt ihr eigentlich gefeiert? Kann man das nachrechnen? Gott, ich weiß gar nicht. Du kommst aus dem Feiern nicht mehr raus? Nee. Kaum ist der eine durch, kommt schon wieder der nächste. So, guck, das ist schön. Das ist Thema Indianer, würde ich mal sagen. Sieht aus wie Indianerfedern. Wir sind jetzt auch durch. Schön, ne? Guck mal, das hier. So, guck mal hier. Schön, ne? Weißt du, wer bei so einer Sendung nie was zu essen kriegt? Wer? Warte mal.
Kommt noch ein bisschen was Meersalz oben drauf. Das sieht so schön aus. Bisschen Meersalz, so. Bisschen Kräuterbutter oben drauf. Meersalz so. Oder Meersalz? Nee, Meersalz. Also. So ein Kameramann kriegt normalerweise nie was zu essen. Ja. Aber heute kriegt er das. Ah. Ja? Das ist immer schon ein bisschen. Das ist das grüne Salz. Ah, ja. So, guck, da ist jetzt rotes Basilikum, das ist so schöne Spitzen drauf machen. Feierabend. Genau. Das ist links und rechts, so, links und rechts. Ja. Ah, okay. Kommst du mit deiner Platte mit? Ich komme mit meiner Platte. Wenn wir denn in unserer Serie auch kochen will, ja, ne? Da gibt es bestimmt auch eine. Auf jeden Fall. Ne? Horst, hast du das gehört? Was wir machen eine Serie. Unsere Familienserie, eine Knallerfamilie, die Mockridge. Mockridge, die Knallerfamilie. Mockridge, die Knallerfamilie. Ja. Bill spielt den Würdet Papa. Ihr mich als. Würdet ihr mich als Adoptivkind mitnehmen? Selbstverständlich. Weil ich würde dann sowas hier machen. Als Au-pair-Junge. Ja, Verfallnüdelchen mit schönen Oliven, getrockneten Tomaten angeschwenkt, ein Rostbeef mit selbstgemachter Kräuterbutter obendrauf, schön medium gebraten und sehr natürlich und Erdbeerpudding-Törtchen genau. Mit frischen Erdbeeren von der Ist das schön? Ja, das ist so gratis, ne? So. Kannst du hier rüberstellen, Mann. Bring sie bitte nach vorne hier. Das ist deine Vorspeise und ich komme gleich mit meiner Zehzunge. Vorspeise? Ja. Das ist eine Vorspeise? Marci, bitte. Wieso läuft nicht hier? Ach so, ja, gut. So, guck. Mmh. Alles in der Erdbeerfarbe, guck. Ja. Sogar der Wein ist rot. Das Erdbeerwein. Ja, das ist. Wo ich mein Kalbsfilet hin? Hier? Da vorne, ja. Guck, wir sitzen leider getrennt. Okay. Nach 9 Jahren immer noch. Sehr super. Schön. Ich darf auch bis heute noch nicht ans Kopfende zum Schlafen. Ehrlich? Nein, immer am Fußende. Ja, ist auch richtig. Das kenne ich auch so. Soll ich dir auch super helfen schön beim Sitzen? Komm, Johann ist ja noch beschäftigt. So, hier sitzt der Chef. Okay. Wir haben jetzt die Seezungen mit dem Mandelpüree und der schönen Petersilien-Zitronenbutter. Und wir haben da vorne jetzt diese wunderschönen Kalbsfilet von Bill gemacht, mit dem schönen Kohlrabi-Salat und der Mayonnaise. Wir haben Jutsu-Mayonnaise. Jutsu-Mayonnaise, genau. Jutsu. Also nur zu, habe ich verstanden. Ja. Nur zu Mayonnaise. Wir haben hier vorne schöne, wunderschöne Erdbeerdörtchen. Wir haben ein gutes Fleisch. Ja, und ich habe eine neue Idee für eine wunderbare Sendung zwischen Lava und mir. Die heißt Eine schrecklich nette Familie. Und damit sage ich bis nächste Woche Samstag. Dankeschön.